Eine gewisse Genugtuung war Minister Wedel anzumerken, denn das Bundesverwaltungsgericht hatte in letzter Instanz heute Vormittag das Planfeststellungsverfahren zum Abschnitt der Westumfahrung Halle der A143 in Gänze bestätigt. Über 10 Jahre hatte sich der Rechtsstreit hingezogen und ebenso lange mussten die Hallenser den Durchgangsverkehr ertragen. Denn alle Verkehrsströme, die über die B80 und die A38 in Richtung Norden wollen, nutzen das fertige Teilstück der A143. Doch ab hier wälzt sich der Verkehr in Richtung A14 durch die Innenstadt. Es fehlt dieser 12,6 Kilometer lange Abschnitt durch sensibles Gebiet. Im Laufe der Jahre wurden Umweltschutz- und Lärmschutzmaßnahmen 4-mal optimiert und jetzt in letzter Instanz ging es um den Einspruch eines Unternehmers. Ja, wir sind ja einmal Rechtsstaat und da ist es jedem Bürger möglich, Einsprüche vor Gericht anzumelden, wenn er sich in seinen Rechten bedroht oder angegriffen fühlt. Und der Kläger hat eben das genutzt und hat vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt. Es ging um 600 Quadratmeter seines Grundstückes und er sah sich in seiner Existenz bedroht, wenn er diese 600 Quadratmeter zur Verfügung stellen muss, und hat damit den rechtlichen Weg beschritten und hat heute eben weniger Glück vor Gericht gehabt als wir. Und deshalb sagen wir auch, das Gericht hat eine gute Entscheidung für die Menschen getroffen. Endlich besteht also Baurecht und die Vorbereitungen laufen, aber es wird noch einmal 10 Jahre dauern, bis der Lückenschluss fertig sein kann. Ja, die wesentlichen Hindernisse sind mit dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes gelöst worden, sodass jetzt die übliche technische Vorbereitung der Bauleistung beginnt. Herauszuheben sind natürlich die beiden großen Bauwerke, einmal die Saalerquerung und auch der Landschaftstunnel mit einer Länge von 300 Metern, die ingenieurtechnisch und auch von der Baudurchführung her sehr anspruchsvoll sind. Das sind sozusagen die technischen besonderen Knackpunkte. Darüber hinaus befinden sich in dem Abschnitt noch weitere 4 Grünbrücken, die auch entsprechende bauzeitliche Herausforderungen sind. Und darüber hinaus gehören auch zu den technischen Anlagen entsprechende aktive Lärmschutzmaßnahmen. Im Bereich der Gemeinde Salzmünde erfolgt die Einhausung der Trasse. Und das sind natürlich komplexe Bauwerke, die sich in den Gesamtbauprozess einordnen und die benannte Zeit auch erfordern. Seit 2009 haben sich die veranschlagten Baukosten von 240 auf 350 Millionen Euro gesteigert, Geld, das der Bund für die A143 ausgeben wird. Und wenn der Bauabschnitt 2018 endlich fertig sein wird, kann man in der Innenstadt von Halle im wahrsten Sinn des Wortes aufatmen.